Nein. Und jetzt? Jetzt weiter. Was muss im Schweizer Frauenfußball noch passieren bis zur Heim-EM 2025? Das wollte ich heute von einer Frau wissen, die meiner Meinung nach vielen männlichen Superleague-Spielern technisch überlegen ist. Aber das finden wir heute raus. Okay. Oh, 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 oi! Bleib still, bleib still! Yes, du! Oh, 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 Leben, nein, das ist jetzt nicht mehr normal, oder? Cheatcode, hast du einen Cheatcode gefunden, oder was? Oh, 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 oh! Leco mio! Hei, 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 hä? Also, 3-2 für dich! Ja, das hat nicht gelangt. Also Martin, was muss sich nach deiner Meinung nach konkret ändern im Frauenfußball, gerade im Hinblick auf die EM 2025 im eigenen Land? Ja, ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist die Akzeptanz des Frauenfußball in der Schweiz. Und einfach, dass wir sicher viel mehr Sichtbarkeit kreieren, dass die mediale Präsenz aufgefahren wird auf den und dass einfach wir viele Leute können begeistern können, dass der Frauenfußball in der Schweiz endlich eine Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit wird. Nummer sicher, schön am vorderen Pfosten, hochdünn vorbei und rein damit. Oh, der kommt. Oh, da wird immer besser. Ja, schön. Oh, 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 der kommt aber auch noch. 2-2. Das ist zu einfach. Also, jetzt müssen wir auf die hinteren links da. Und es ist immer noch. Du hast den Matchball gespielt, du! Hei, hei, hei! Einfach gar nicht überlegen. Siehst du? Tschüss! Da war der Sieg. Du hast vorhin gesagt, es fehlt nach wie vor die Akzeptanz im Frauenfußball. Kannst du das noch etwas erklären? Was meinst du damit? Es ist immer noch so, dass man einfach verglichen wird mit dem Männerfußball und es eigentlich immer heisst, ja, mit welcher Liga könntet ihr mithalten? Und es ist halt einfach so, wir sind anders bauen. Wir werden kräftemässig, athletisch, Tempo, Schnelligkeit nie können mit Männern mithalten. Und das ist etwas, was ich finde, was dem Frauenfußball schadet. Weil es ist wie ein eigenes Produkt und wir sollten es eher aufwerten, als immer den stetigen Vergleich ziehen zum Männerfußball. Nein! Und jetzt? Jetzt weiter! Hast du nicht getan? Klar! Hast du gewonnen? Das ist mein Sieg! Stark! Du hast vorhin gesagt, wir sollten nicht vergleichen. Jetzt haben wir trotzdem verglichen. Aber ich finde, Technik hängt nicht vom Geschlecht ab. Ja, ich glaube, wir haben in diesem Duell gesehen, dass Frauen durchaus eine sehr gute Technik haben können. Und auch bei der vergangenen WM sind die Spiele auf Top-Niveau technisch. Und ich glaube, das ist ein Vergleich, den man durchaus ziehen kann und was auch interessante Duelle gibt. So wie bei uns. Wir haben gesehen, wir bewegen uns auf Augenhöhe, oder? Bei ein paar Übungen mehr, bei ein paar weniger. Nein, gratuliere. Danke, Kai. Hast du gut gemacht, hast mich geschlagen.